Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Fahr gegen den Laternenpfahl. Let's Play LS17, nordfriesische Marsch, Vierfahrmap 2.0. Immer noch ohne Gräben. Mit Gräben gibt es nur im Livestream. Ja. Aber diese Woche keine Livestreams. Diese Woche schaffe ich das nicht. Nächste Woche vielleicht Samstag, kann ich aber noch nicht versprechen. Freitag, so wie es aussieht, nicht. Aber egal. Gut, wir sind dabei. Wir haben gerade Sachen von der Käserei abgeholt. Sprich Käse und Frischkäse. Und die bringe ich jetzt mal in unser Zentrallager, weil das neue Zentrallager will ja auch mit Waren gefüllt werden. Dafür haben wir es ja. Ist ja nicht zum Spaß hier. So. Sehr ruckelig hier. Ist auch schön, dass hier im Kühlhaus immer die Türen offen sind, ne? Schnell was schauen. Wieder einen Fehler gemacht. Im Real Life. Alles gut. Und ja, da haben wir jetzt erstmal alles abgeholt. Was ich jetzt mache, ist mit dem hier weiterfahren und Ballen sammeln. Das Feld ist ja dann auch bald erledigt. Weiß gar nicht, habe ich jetzt hier schon Autoload an? Ich will jetzt nicht im F1-Menü gucken. Ich werde es gleich sehen. Nö, habe ich noch nicht. So, also, jetzt. Ich werde gleich mal was ausprobieren, wie das ist, Silageballen hier vorne einfach bei der BGA zu verticken. Welche BGA bezahlt denn am besten für Silage? Silage, BGA Mitte. Das ist die ja hier, ne? Ne, BGA Mitte ist die da unten. 1372. Also ich würde pro Ballen würde ich 6.500 bekommen. 6.500. Ja, mal eine Ladung hier vorne verkaufen bei der BGA. Das sind kurze Wege. Das mache ich gleich mal. Ich meine, wir haben jetzt so viele Silageballen. Das eine Lager ist voll, das heißt, da sind 500 Stück drin. In dem unten am Rinderhof, da sind auch noch mal so viele drin. Irgendwie. Seht ihr, der ist nämlich auch schon wieder voll. Ja, und
EM sollte eigentlich aufgetankt werden. Das ist schon richtig. Das hier an. Wie cool. Wie viele Ballen da drin sind. Es werden nicht weniger. Ich kann die ja immer noch verkaufen, wenn ich auf einmal auf die Idee komme. Also wenn ich jetzt alle meine Silage ballen, was habe ich vorhin gesagt? Ich krieg 6, lass mich 5000 pro für den Ballen kriegen. Ich habe jetzt bestimmt 1000 Ballen. Da würde ich 50 Millionen, ist das richtig? Ich habe, nee, 1000 Ballen und ich würde 5000. 5000 mal 1000. Ne, das sind 5 Millionen. Dann würde ich 5 Millionen kriegen. Naja, aber dafür dann alle Ballen verkaufen? Ich weiß auch nicht. Also dafür kann ich die ja für andere Sachen vielleicht auch noch wichtiger gebrauchen. Zugmaschine auch schon wieder voll. Und wir hängen den einfach mal hinten dran. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier am Hof machen können, was wir da noch an Fahrzeugen stehen haben. Ich weiß nicht, warum du da jetzt im Weg stehst. Aber dich kann ich ja mal eben hier an der Seite parken. Das schadet ja nicht. Ich will nicht mit so einem Dolly und noch einem Trailer fahren. Das ist mir nichts. Das wird mir. Oh, ganz schön ruckelig hier. So, Weizen haben wir nicht mehr. Gerste hätten wir noch ein bisschen was für. Oh, cool. Raps haben wir auch noch so viel. Dann nicht mehr ganz so viel. Kartoffeln. Ja, Kartoffeln bringen wir jetzt mal weg. Was soll ich mit so vielen Kartoffeln? Auch kein Mensch. Schon krass, was wir alles hier noch so im. Das wollte ich ja gar nicht. Das wollte ich. Hackschnitzel haben wir hier noch drin. Stroh haben wir noch jede Menge drin. Können wir eigentlich mal alles verkaufen, was an Stroh da drin ist. Thank you.
was gibt's denn für Stroh im Moment? Oh, Stroh und Grasverkauf. 246 pro 1000. Ich habe fast 1 Million. Also 1000. Dann behalte ich das. Ich fahre jetzt mal rüber. Zur Kartoffelfabrik, dass sie dann auch schön fleißig weiter Kartoffeln waschen kann. Unsere beliebte Abkürzung. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier reinkriege in die Kartoffelwaschanlagen. 100.000 oder was? Ich weiß das gar nicht mehr. Mal ganz dicht dran vorbeifahren. Guck, irgendwo muss ja hier eine Anzeige sein. Nicht mal 90.000 da rein. 75.000. Das heißt, da sind noch 15.000 drin und dann muss ich gleich also nur 60.000 holen. Dann können die hier weiterarbeiten. Sehr schön. Machen wir jetzt mal eben 60.000 davon. Dann ist die wieder voll. Und dann können wir gleich mal Saatgut hier abholen und zum Dingens da bringen. Zur Tomatenzucht, damit da wieder weiter produziert werden kann. Ja.
Ja, meine lieben Freunde, ihr hört's. Die Zeit ist um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage Friesenjungen13. Und schaltet gerne morgen wieder rein. Morgen früh gibt es natürlich wieder um 10 Uhr eine Folge. 12 Uhr gibt es dann eine Folge Let's Fly X-Plane 11. Und ja, am Wochenende wird es wohl keinen Livestream geben. Nächste Woche dann wohl nur Samstag, denke ich mal. Muss mal eben kurz schauen, dass ich hier nicht zu viel reinhaue. Ja, das werde ich wohl gerade noch so verkraftet kriegen. Die produzieren ja hoffentlich schon. So, in diesem Sinn verabschiede ich mich von euch erstmal und sage ciao.